So, weiter geht's auf jeden Fall. Oh nein, ich schon wieder. Destroy all Supervents. Warte mal, wir haben. Doch, dann haben wir, glaube ich, einen Bus. Dann dürfen wir nämlich jetzt, so wie ich das richtig verstanden habe. Okay, dann fangen wir nämlich da oben jetzt mit an, mit dem ersten Teil. Und ja, ich will die Serie verlassen. Interessiert mich gerade endlich nicht. So, wir haben eine School Bus. Sehr geil, endlich mal. Und das heißt, wir müssen Fahrzeuge zerstören. Mit der neuen Serie. Und damit herzlich willkommen zurück erstmal zum Breakfast. Sorry, dass ich in der letzten Folge ein bisschen angepisst wurde, aber ihr habt es ja gesehen, wie es laufen kann, wie es läuft. Wenn sie dir mit dieser Scheißkarre, mit diesem Dreirad da so ans Bein pissen. Und jetzt dürfen wir das ganze Ding mal ein bisschen umdrehen. Jetzt spielen wir nämlich den Schulbus und dürfen dann jetzt diesmal Vents wegsmashen. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Wie haben wir denn insgesamt? 8 Gegner sollen wir zerstören. Naja. Cool. Ja, jetzt kann ich mich auch nicht an euren Scheißmüll rächen. Das Schöne ist, ich kann sie alle mitnehmen. Und da ich ja tatsächlich selber einen Busführerschein besitze, also ich bin ja tatsächlich ein Busfahrer, kann ich tatsächlich, weiß ich zumindest, wie es ein bisschen läuft mit dem Bus. So, nehmen wir sie alle mal mit. Einmal kurz rum und putzeln. 8 Gegner sollen wir zerstören. Und erstmal sind wir für Vierter und versuchen jetzt die Jungs da vorne einzukriegen. Also drei Runden machen. Und jetzt läuft das ganze Ding mal ein bisschen andersrum. Ja, die kriegen natürlich Unmengen Schaden durch den Bus, natürlich, klar. So, den ersten haben wir schon mal weggeholt. Wir haben noch 97 Leben. Und sind jetzt... So, jetzt sage ich natürlich ein bisschen... Sind jetzt in der zweiten Runde. Und... Gucken wir mal. Also 8 Gegner sollen wir aus dem Rennen rausnehmen. Sind jetzt Dritter. Ja gut, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht... Habe ich den gerade zerlegt? Der hat über 58 Leben gerade verloren mit seiner... durch meine Attacke. Jetzt aber Zweiter, da vorne ist der Führende. Glaube ich zumindest, dass das die Führende sind. Oh, da bin ich bis auf die Bremse gekommen, auf die Handbremse gegangen. So, dann haben wir den jetzt raus aus dem Rennen. Das ist jetzt der zweite, der raus ist aus dem Rennen. Das dürfte der dritte sein. Oh, ja, ja. Gut, die Position ist jetzt gerade herzlich wenig. Die kriege ich schon irgendwie noch. Wir sind jetzt Dritter. Da vorne sind nämlich die führenden zwei. Ist der führende, ich weiß gar nicht, wie viel wir haben. 3, 4? Keine Ahnung. So, jetzt habe ich gerade mal noch einen mitgenommen. Den aber raus aus dem Rennen. Den aber auch raus aus dem Rennen. Den haben wir auch raus aus dem Rennen. Es könnte sein, dass wir jetzt tatsächlich die volle Punktzahl, dass wir alle rausgenommen haben. Ich weiß jetzt nicht, wie es am Ende aussieht. Aber wir haben einiges mitgenommen im Rennen. An anderen Autos. Ich weiß nicht, ob es 4 waren, 5 waren bisher. Aber ich finde gerade das Rennen ziemlich witzig. Also weil es jetzt einfach mal die andere Seite ist. Der Kollege ist schon raus, da kommt jetzt noch einer um die Ecke.
Also einen habe ich jetzt, glaube ich, nochmal mitgenommen. So, dann muss ich wissen, wie viel es am Ende waren. Also jetzt wirklich 8 von 7. Scheiße, es war einer zu viel. Einer zu wenig, Entschuldigung. Scheiße, 7 Autos habe ich rausgenommen aus dem Rennen. Bis Platz 11 habe ich sie weggeholt. Na gut, die Aufgabe haben wir gelöst. Komm, das machen wir nochmal neu. Das ist für mich witzig gerade. Das ist mal einfach die komplett andere Seite. Wir fahren das Ding komplett nochmal neu. So, also ich dachte mal ganz hinten, müssen auf jeden Fall, wie gesagt, 8 Autos sehen. Ich finde es gerade ein bisschen witzig zu sehen, dass ich kriege. Das Geile ist, ich kann versuchen, im Prinzip jetzt in das Feld reinfliegen. Und darum geht es jetzt letztendlich auch. Also wie gesagt, es geht in erster Linie natürlich gar nicht um das Rennen zu gewinnen, das schaffe ich schon irgendwie. Aber in zweiter Linie geht es natürlich noch genug Autos zu zerstören. Und das ist halt das große Ziel. Auffahrunfall, ja. Und das ist interessiert mich nicht, das ist kein Demolition. Ja, dann nehme ich mal die. Das wird dann so interessant erst auf der zweiten, dritten Runde. Weil dann heißt es nämlich, weiß ich nämlich, dass ich da Autos sitze. Dass ich dann in den Gegenverkehr fahren kann und dann ein bisschen einfach ab. Ja, während du da vorne jetzt mit deinem. Mit deiner Karre da ein bisschen mir quer stampf. So, der ist erstmal fliegen gegangen. So, den ersten haben wir schon mal zerlegt, das war jetzt Nummer 1. So, ein bisschen ausholen müssen wir. Wir holen die gerade, die Jungs alle doch. Das kann ich jetzt. Das ist noch nicht die letzte Runde, also wir haben noch ein bisschen Platz. Also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das hinkriegen. Ich habe jetzt auch nicht mitgezählt, wie viel es am Ende waren. Steht das irgendwo? 3. So, ausgedreht. So, mein Freund. So, wie viel sind wir? 4. Ja, scheiße, wir haben noch letzte. Problem, weil die alle ein bisschen nah beieinander sind. 4. So. Ah, scheiße, das kriegen wir nicht hin. Wie haben wir denn überhaupt? 6. Das war nur einer weniger noch als 7, ey. Ja, Mann, ich will dieses Auto, ich will dieses Ding hinkriegen. So, probieren wir es nochmal. Also machen wir heute tatsächlich nur ein bisschen Schoolbars, also Slam.
Von dem kommen wir auch nicht Feuer. Ne? Der hat auf jeden Fall mal einen mitbekommen von uns. Ich drücke dich schon mal ein paar in die Mauer, damit ich einfach ein bisschen Schaden schon mal drin habe. So, während du mir natürlich jetzt da vorne ein bisschen. So, versuch es gerade nochmal. Also, 8 Autos und 50 Stunden. Eine Runde mehr, dann wird es ohne Probleme fassen. Der muss Minimum meinen ordentlich einen mitbekommen haben. Warte, ich fahr mal die andere Seite, damit ich die ein bisschen weg. Sorry, mein Freund, aber das geht mal nicht bei dir. Auf jeden Fall Minimum einen schon mal mitgenommen. Was haben wir denn überhaupt jetzt erst? Ein. Das ist natürlich nicht viel. Gar nicht. Aber jetzt nochmal mitgenommen haben. Zwei. Ja, im Start, wenn ich am Start drücke, dann weiß ich auf jeden Fall, dass da Minimum noch einer ist. Also zwei Autos haben wir bisher zerlegt und wir sind gerade jetzt mal am Beginn der gleich in der dritten schon. Wir haben es auf jeden Fall gut erwischt, den Kollegen da. So, ich habe jetzt nochmal zwei Minimum mitgenommen haben. Den hat es auf jeden Fall zerlegt, den Ride Crusher. So, dann haben wir jetzt vier. Aha, brauchen wir nochmal vier. So, haben wir jetzt 8? 7. Scheiße! Ich brauche noch einen. Jetzt haben wir es erreicht. Jetzt haben wir es erreicht. Auf jeden Fall die Ausrüstung bestand und wir haben das Ding gewonnen. Yes! 9 Autos haben wir am Ende demoliert. Vielleicht nochmal 2, glaube ich, mitgenommen haben am Ende. Ja, jetzt haben wir nämlich 2 mehr geholt. Und haben es geschafft, auf jeden Fall. Also die. Das ist das erstmal das Wichtigste. Das ist ja nicht mal lustig, weil das ist genau die andere Variante. Und deswegen konnten wir das Rennen gewinnen. Ja, der Schulbusfahrer zerlegt sie alle. Dada. Und jetzt haben wir auch den Schulbus an die freigeschaltet. Jetzt können wir nämlich auch mal die
andere Variante nehmen. Jetzt kann man, haben wir nämlich die Fahrzeuge dazu. Destroy als Bavenz. Endlich kann ich mich an dieser Möhre rächen. So. Okay, dann kann man immer mal jetzt was gucken. Ich muss mal gerade noch was machen. Ich meine, heute werden wir nichts mehr schaffen. Oh, das heißt, ich gucke mal gerade in das Ding. Nicht die Karriere, sondern die Werkstatt. Und dann kann ich mir mein Auto mal angucken. Nein, ich will diese Scheiße. Kann ich die Karre nehmen? Oder die Karre tun? A, B, ich wäre mit der Panzerung. Die Karre hat keine Panzerung. Ich kotze gleich, Alter. Die hat gar nichts in der Backe. Ich meine, es ist okay. Das sind meine Autos. Jetzt gucken wir mal nach. Und wenn Schulbus den drüber, haben wir den irgendwo haben. Genau, hier ist das tolle Sofa. Hier ist der Bus. Das ist auch noch der Mähdrescher. Stimmt, den habe ich auch noch. So, tunen. Ne, Upgrades meine ich. Gucken wir mal, was denn noch ein Busteil hätte. Gar nichts, ne? Weil der hat noch keine Teile freigeschaltet, genau. Aha. Ach, glaub ich doch. So, dann nehmen wir den mal mit. Leider gar nichts. Weil der, glaube ich, keine Power hat. Ja, ich glaube, so viel kriegt er gar nicht drin, weil der. So, dann wollen wir die mal einteilen. Weil letztendlich ist es eh egal. Und dann gehen wir rein in die Karriere und im nächsten Event haben wir wieder mal ein bisschen was zu tun. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit Breakfast. Ja, ich habe euch jetzt mal natürlich ein bisschen was gezeigt. Meine andere Variante, nämlich mit dem Schulbus mal ein bisschen zu fahren, mal die Slam-Wänze hauen. Ich glaube, ich bin froh, dass ich mich an die Scheißdinger mal rechnen konnte. Na gut, wie dem auch sei, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit Wreckfest und dann schauen wir mal, was wir als nächstes machen. Ich denke mal hier dieses Turnier. Aber guck mal. Bis dahin und tschüss.